Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Ich habe extrem geile Informationen für alle, wahrscheinlich auch für viele mehr, aber gerade für die, die seit Anfang an von Apex Legends dabei waren, Kings Canyon extrem gefeiert haben und irgendwann Kings Canyon einfach nur nicht mehr geil fanden, weil sie beim Untergang der Beliebtheit von Kings Canyon einfach dabei waren, weil ein extrem behindertes, muss ich leider so sagen, Ereignis stattfand, was Kings Canyon von jetzt auf gleich einfach sowas von versaut hat, nämlich der Untergang und die Zerstörung von Skulltown. Skulltown, haltet euch fest, soll zurückkommen. Nicht als Team Deathmatch Map, nicht als Arena Map, Team Deathmatch Map wahrscheinlich auch, aber in den Battle Royale Modus soll Skulltown wieder zurückkommen. Ich blende euch einfach mal Gameplay ein. Wer so ein bisschen an der Echtheit dieses Gameplays zweifelt, das ist derselbe Typ, der vor vielen Monaten die Respawn-Server gehackt hat und hat sich somit Zugriff auf sämtliche Spieletests. Also er hatte Zugriff auf sämtliche Spieletests, konnte alle zukünftigen Legenden, die bis dahin drin waren, schon testen, das Map-Update jetzt hier zeigen und so weiter und so fort. Er hat auch geteasert, dass in Season 14 Vantage die nächste Legende ist. Jetzt gestern, wer mein Video gesehen hat, Respawn hat es jetzt selber geteasert mit irgendwelchen Notizen aus einem Tagebuch und Respawn war sogar so schlau und hat versehentlich gestern einen riesen Bockmist gebaut. Ich zeig's euch einfach mal. Sie haben versehentlich gestern, ich blende es mal ganz kurz ein, dieses Bild, das ist ein Loading Screen in Apex Legends, haben die versehentlich ins Spiel gefixt, keine Ahnung, gepatcht und wenige Minuten später ist das wieder verschwunden. Es gab aber viele Leute, die haben das gescreenshottet, haben das sofort im Internet veröffentlicht. Also der Typ hier, der diese Game Leaks gebracht hat, über die ganzen Legenden. Auf meinem Drittkanal habe ich alles, was es dazu gab, alle Legenden mit Gameplay, die meisten zumindest, alles schon gezeigt und er hat recht, Season 14 Vantage wird kommen. Also können wir fest davon ausgehen, dass genau dieses passieren wird. Wir werden Skulltown wohl in Season 14 wiederbekommen. Wir wissen alle, in Season 14 wird es ein fettes Map-Update geben. Das müsste eigentlich Kings Canyon sein, weil Kings Canyon hat lange keins bekommen, war jetzt einfach für eine gesamte Season nicht drin. Wer sich jetzt fragt, warum ist Skulltown überhaupt verschwunden? Kurze Erklärung für alle, die es nicht wissen. Ich bin mir der Begründung relativ sicher, auch wenn das Respawn, glaube ich, nie begründet hat. Und zwar war es immer eigentlich so. Also ich würde sagen, zu 90% jeder Runde, wenn das Jumpship eine gute Route hatte und über Skulltown geflogen ist, dann sind wahrscheinlich locker 40% der Squads über Skulltown abgesprungen. Endeffekt oder beziehungsweise die Resonanz von der ganzen Geschichte ist, dass alle anderen Spieler, die dort nicht gelandet sind, ewig keine Gegner gefunden haben. Ähnlich so ein bisschen wie bei Stormpoint. Nur, dass wir auf Stormpoint einfach keine Gegner finden, weil sie alle quer auf dieser Riesen-Map verstreut sind. Und hier haben die meisten Gegner sich schon den ersten 2 Minuten den Erdboden gleich gemacht. Und das wird der Hauptgrund dahinter sein, warum Skulltown entfernt wurde. Aber der Nachteil an der ganzen Geschichte war, Kings Canyon hat mit dieser Zerstörung von Skulltown enorm an Beliebtheit verloren und somit finden viele, die vielleicht Kings Canyon noch nie gezockt haben, relativ neu sind und sagen, oh, ich habe mal wieder Kings Canyon gezockt, aber Kings Canyon ist einfach kacke. Ihr findet wahrscheinlich Kings Canyon kacke, weil Skulltown für euch noch nie spielbar war. Kings Canyon ist eigentlich meiner Meinung nach mit die geilste Map, aber eben nur in Verbindung mit Skulltown. Das muss man einfach mal sagen. Aber ich glaube, wenn Skulltown jetzt so zurückkommt, wird genau dasselbe wieder passieren. Es werden viele dort landen und wir werden wieder ewig keine Gegner finden. Aber ich bin ganz ehrlich, da bin ich egoistisch, mir egal. Das war das einfach allererste Sahne und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Respawn die Map zurückbringt, weil es einfach ein mega legendärer Spot ist, auf den es einfach Bock macht zu fighten. Hintergrund ist aktuell wirklich nur meine Vermutung. Ich bin aber eher gespannt, wie genau storytechnisch. Es wird bestimmt irgendeinen fetten Trailer geben zum Start von Season 14, der auch ein paar Tage vorher, vor Release von Season 14 veröffentlicht wird. Wie die storytechnisch das hier einbauen, dass Skulltown zurück ist. Wir sehen auf jeden Fall an diesem Spot,
dass das so eine Art Neuaufbau ist. Skyltown wird sich auf einer Art Plattform, wie so eine Ölbohrplattform befinden und wurde da neu rekonstruiert, sage ich es einfach mal. Wir sehen es hier, rundherum sind lauter Mauern aufgestellt. Hier sind so ein paar Rohre, keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich können wir über diese Rohre, ja, wir sehen hier so ein paar Durchgänge direkt an den Lootbins. Am Ende dieses roten Rohres, auf beiden Seiten sehen wir Lootbins, da ist ein kleiner Durchgang. Und dort können wir dann Skulltown betreten. Also es wurde ein bisschen vergrößert und der Spot, der hier vorher war, nachdem natürlich Skulltown original verändert wurde oder zerstört wurde, der Spot verschwindet wieder. Den Spot fand ich eigentlich ganz geil, aber kann man einfach mit Skulltown überhaupt nicht vergleichen. Wir sehen natürlich, es sieht alles ein bisschen anders aus ringsherum, auch die Skybox alles ein bisschen anders. Ja, es sieht einfach unwahrscheinlich krass aus. Dann sehen wir hier als nächstes, der Käfig wird verändert. Warum der Käfig verändert wird, kann ich mir überhaupt nicht erklären. Die zwei letzten Plattformen hier oben, die fehlen komplett. Vielleicht haben da laut Daten, die ausgelesen wurden bei Respawn, zu viele gecampt. Ich habe keine Ahnung. Ich fand den Spot an sich eigentlich ganz geil, nicht mit K. Und kann mir eigentlich, weiß ich nicht, kann mir keinen Reim draus bilden, warum dieser Spot unbedingt geändert wurde. So, ein bisschen weiter nordwestlich gibt es ein paar neue Wege überall, wo sich noch ein bisschen was verändert hat. Sehen wir so ein paar Texturen, wie ihr hier seht, auf dem Boden. So ein paar Kacheln. Es gibt ein paar neue Rotationsmöglichkeiten. In den Felsen sind ein paar neue Wege entstanden. Moment, ich habe hier gerade was entdeckt, was ich vorher so nicht gesehen habe. Also sind das für ein komischer Kreis hier unten? Hier unten direkt über der Anzeige, wo du die Granaten und so hast, ist ein bisschen was Komisches, was ich nicht entziffern kann. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht deuten können. Auf jeden Fall sind an verschiedenen Spots hier noch ein paar neue Rotationsmöglichkeiten entstanden, wo so ein paar Wege durch den Fels gesprengt wurden, um einfach anders zu rotieren. Wir sehen auch jetzt hier die Map, die stoppe ich jetzt gleich nochmal, dass ihr euch die nochmal genauer angucken könnt. Und zwar jetzt. Und wir sehen gerade hier, wo sich der Typ befindet, dieses gelbe Dreieck. Optisch auf der Map alles ein bisschen grün, hat sich ein bisschen verändert, hebt sich ein bisschen als Veränderung auf der Minimap, sage ich jetzt einfach mal ab. Und jetzt kommt auch noch eine interessante Änderung, und zwar auf dem Markt. Denn hier genau links neben dem Markt, der Fels wurde auch aufgesprengt, sage ich jetzt einfach mal. Und hier, genau hier, ist eine neue Rotationsmöglichkeit entstanden. Finde ich geil. Ich bin mir aber aktuell nicht so sicher, ob es hätte unbedingt sein müssen. Ich glaube nach wie vor, dass viele hoffen, dass Kings Canyon jetzt nicht in Season 14 wieder eine Ranked Map werden wird. Aber auf was ich am meisten gespannt bin, wie wird sich Kings Canyon etablieren, wenn Skulltown tatsächlich zurückkommt. Natürlich ist das jetzt kein 100% fester Beweis, Skulltown kommt in Season 14. Wir können aber nach diesen Game Leaks definitiv davon ausgehen, dass genau dieses passieren wird. In Season 14 lassen wir mal in Anführungszeichen, aber wie gesagt, hoch im Kurs mit einem Map-Update ist nun mal gerade Kings Canyon. Davor war es Stormpoint. Dann hat World's Edge ein Map-Update bekommen und Olympus, also kann es jetzt eigentlich nur noch Kings Canyon sein. Also meiner Meinung nach passt die ganze Geschichte hier extrem gut zusammen. Wer die Hintergrundgeschichte übrigens nicht kennt, man hätte ja auch sagen können, Mensch, Skulltown für Arenas oder Team Deathmatch. Mobile Version gibt es die Skulltown Map mittlerweile seit Season 2, glaube ich. Wer sich jetzt denkt, Mensch, wenn dann Team Deathmatch irgendwann in die feste Version hier kommt oder eben nur Arenas, warum ist Skulltown, hätte ja auch reichen können, warum ist es keine Minimap im Arena-Modus? Wir hatten das als Sonder-Event schon mal. Und alle dachten, geil, endlich ist Skulltown zurück. War aber nur für 2 Wochen. Begründung hier auch eine mega schwache Sache, wie ich finde, nach wie vor bis heute, war, dass Respawn gesagt hat, jedes Mal, wenn Arenas Skulltown geladen wurde, musste die gesamte Kings Canyon Map geladen werden. Und ich frage mich bis heute, Mensch, ihr wisst doch nicht erst seit gestern oder seit ein paar Wochen, dass Skulltown der beliebteste Spot nach wie vor ist. Wie kann es sein, dass ihr nicht in der Lage seid, Skulltown als einzelnes Minimap-mäßig zu rendern und einfach in so einen kurzen Modus zu bringen? Von mir aus auch in Kontrolle. Es hätte ja nicht unbedingt die Battle Royale Maps sein müssen, aber es ist eine mega Überraschung, wenn es definitiv wieder in den Battle Royale Modus findet. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was ihr davon haltet, ich glaube definitiv, wenn es so kommt, wird Kings Canyon rasch wieder an extremer Beliebtheit zurückgewinnen.
wenn auch nicht unbedingt für Ranked, aber für den Publix-Modus wird es auf jeden Fall eine richtig feine Geschichte werden. Ich musste jetzt einfach noch ein bisschen Real Talk mit betreiben, weil es einfach so Bock macht, über diese Map um Skalter und diesen Spot zu reden, weil das einfach der geilste Spot der Welt ist. Und jeder, der auf Skalter noch nicht gezockt hat, ihr werdet es lieben, ihr müsst es einfach nur zulassen, glaubt mir. Und damit wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag, Restabend, Restnacht, wie auch immer. Ich wünsche euch was. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.